Hey Leute, in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr Lippen ganz einfach in 3 Schritten aus dem Gedächtnis zeichnen könnt. Startet ganz einfach mit einer herzförmigen Form für die Oberlippe und setzt darunter 2 kreisförmige, ovale Rundungen für die Unterlippe. Mit den 2 Punkten am Rand markiert ihr den Mundwinkel. Um dem Ganzen eine Routine zu geben und euer Handgelenk zu lockern und die Form zu verinnerlichen, zeichnet ihr das Ganze noch einmal. Verbindet hier ganz einfach die Ober- und Unterlippe mit einer Kontur. Nehmt euch ruhig die Zeit und zeichnet das Ganze noch ein 3. Mal. Mit diesen Linien gebt ihr den Lippen Volumen und merkt ganz einfach beim Zeichnen, wie der Mund schon Form annimmt. Gib der Zeichnung hier ein bisschen mehr Schattierung und achte dabei darauf, dass die Oberlippe etwas dunkler ist als die Unterlippe. Nehmt einen etwas weicheren Bleistift und kennzeichnet den Spalt zwischen Ober- und Unterlippe. Hier ist der spannungsvollste Punkt des Mundes. Ober- und Unterlippe treffen aufeinander. Zeichnet hier eine kleine Schattierung am Mundwinkel. Dadurch wirkt die Zeichnung realistischer und gibt dem ganzen Mund einen freundlichen Charakter. Thank you.
Im Profil der Lippe kann man ganz deutlich sehen, wo der Lichteinfall ist und wo der Schatten hinfällt. Wenn ihr Probleme dabei habt, das Volumen der Lippe zu bestimmen, gebt einfach jeder einzelnen Form ihr eigenes Volumen. Testet einfach euer Können und zeichnet die Lippen aus verschiedenen Perspektiven. We'll be right back.